Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen in meinem geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmer auf der, wie hieß das Ding? Ja, irgendwas mit Country Farm. Ich hab's schon wieder vergessen, ihr werdet's im Titel sehen. Ich werde mir das Ganze mal anschauen hier. Ob wir hier vielleicht, oder ob ich hier was auf dem Multiplayer anfange. Erstmal als in einer Single-Version. Und später dann vielleicht. Oh, gleich ein Fundstück gefunden. Das ist doch nicht schlecht. Und später dann vielleicht auch als RP mit anderen. Da muss man halt mal gucken. So. Ich könnte jetzt auch nochmal zurück, aber wartet mal. Vielleicht kann man das auf der Karte sehen, wie das hier genau heißt. Alter, das ist wieder so ein Riesending, unendlich viele Felder. Kann man hier nicht, spielt aber auch keinen Walzer. Ich bin hier jetzt im Moment im Singleplayer unterwegs. Und wir gucken einfach mal, wo wir landen. Also das Haus ist schon mal mega, muss man ganz ehrlich sagen. So ein bisschen altbacken. Typisch Englisch würde ich jetzt erstmal sagen, weil Country Farm wäre ja Englisch. Ja, der hier entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Ja, noch ein Bad. Gott, wie viele Kackstühle gibt es hier? Ach, der Hund. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Seht diese Karte auch jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich würde sagen, wir gucken uns die einfach mal an. Guck mal, da ist ein Teddybär. Ist das auch ein Fundstück? Nee. Hier waren wir doch schon. Hä? Ach, wir sind von da. Ja. Okay. So wird man hier veräppelt, ne? Gut. Gehen wir mal die Treppe runter. Gucken mal, was es hier gibt. Aber überall die gleichen Tapeten. Gott, da wäre es ja blind. Gut, hier also die Küche. Hier wurde irgendwas geschnitten. Da kocht schon das Mittagessen. Boah, Krapfen. Und Donuts und Njam, 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 Njam. Berliner. In Berlin heißen die Dinger Pfannkuchen. Aber wenn man hier zum Bäcker geht, kriegt man die Dinger auch schon als Berliner. Werden auch so angeboten schon. Also das tut alles nichts mehr zur Sache. So, was haben wir noch? Was ist hier? Noch mehr hässliche Tapete. Ach, guck mal, noch ein Fundstück. Schön. Direkt im Haus. 1000 gibt es dafür. Direkt im Haus 2000 Euro versteckt. Das ist doch eine coole Sache. Gucken wir hier noch rein. Fernsehzimmer. Ah ja. Tassen von Giants und vom Landwirtschaftssimulator. Hier könnte man jetzt einmal raus. Das machen wir jetzt nicht. Und überall die gleichen kaputten Nachtspeicher. Es sei denn, das ist hier so. Hier haben wir einen kleinen Vorraum. Und wir gucken uns mal den Hof an. So, da ist der Hund. Ach, schöne große Blüten, ne? Was sind das hier? Petunien? Möglich. Sehr schön. So, Wäsche. Ja, Klammer direkt auf die Nase gesetzt. Ein bisschen Sonnenblumen. Na, hier kommen wir mit dem Ernter nicht rein. Das ist sehr, ich finde, sehr detailliert. Huh? Da kommen wir auch nicht rein. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir das so anschaue. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber es könnte Großbritannien sein, theoretisch, weil ich sehe hier auch überall Hecken und so weiter und das haben die ja dort. So. Eine Wiese, hier plätschert was. Kleiner See. Schön.
Also schön gestaltet auf jeden Fall, das muss man sagen. Ich frage mich gerade, ob, wenn ich hier den Rasen abmähe, ob der wieder nachwächst. Ach, guck mal hier, gleich das nächste Fundstück. Es gibt von allen noch neun, ja? Dann haben wir ja noch was zu tun. Was das Ding hier soll, ist mir schleierhaft. Haben wir denn Maschinen? Also wir haben Geräte auf jeden Fall und gar keine kleinen. New Holland. Ja, so kennt man so diese alten Backsteinmauern. Na gut, okay. Es ist ein kleines Schneidwerk, aber auch nicht zu klein, gell? So, was haben wir hier? Hier ist Müll. Nebenbei auch so ein bisschen gucken nach Fundstücken tatsächlich. Jetzt, wo ich weiß, dass hier welche gibt. Hier liegen Kuhfladen, ey. Alter! Kannst du schön durchlatschen. Da hast du den ganzen Kack unter den Schuhen hängen. Ist das lecker. Ja, richtig schön abgeranzt, so ein bisschen, ne? Nee, ich muss sagen. Gefällt mir. Hat wirklich was schön gestaltet. Ja, die Texturen hier sind so ein bisschen. Do not use was? Also kein Trinkwasser, okay? Do not enter. Toxic gas. Ja, Güllegrube, ganz klar. Toxische Gase. Echt schön gemacht. Da ist ein Traktor, den können wir uns gleich mal schnappen und so ein bisschen durch die Gegend fahren. Also wie gesagt, ich werde mir die Karte heute einfach nur erstmal angucken und ob wir da dann oder ob ich da dann noch mehr mache und in welcher Form. Das kriege ich dann noch zu sehen. Hier steht ein John Deere. Das sieht nach Großbritannien aus oder Holland. Die haben auch gelbe Nummernschilder. So. Wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. Und schauen mal, was es hier noch zu sehen gibt. Also der Hof erstmal relativ groß tatsächlich. Schön gemacht auf jeden Fall. Gedacht, da lag schon wieder, da liegt doch ein Fundstück. Ha! Mitnehmen, was man kriegen kann, wa? Also vier haben wir jetzt schon gefunden. Okay. Hier ist also offensichtlich ein Campingplatz. Das ist ja auch cool. Okay, Hängematten. Hier ein alter Wohnwagen. Ich wage zu bezweifeln, dass diese Textur hier reingehört. Weil in einem Wohnwagen, da wird, außer bei den Schaustellerbetrieben, wird in so einer kleinen Kiste kein Sofa oder sowas drin stehen. Das ist, halte ich für ein Gerücht. Okay. Noch so einer. Ist schon ganz schön, ne? Oh ja, Badewanne. Richtig ein Campingplatz.
Cool, hier ist am gemütlichsten. So, mal zum Traktor und weitergefahren. Also auch viele schöne Details, finde ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Campingplatz mehr oder weniger zu dem Hof gehört. Ich kenne das noch aus, ich sage jetzt mal wirklich aus Kindertagen. Da waren wir auf Borkum, auch Urlaub auf dem Bauernhof. Und die hatten also auch auf einigen Wiesen Campingplatz. Da standen also Wohnwagen und so weiter. Ja, guck, da ist der Campingplatz. Ich überlege gerade, ich glaube, wir fahren mal hier hoch. Schön, schön. Wo kommen wir hier noch hin? Gehört das auch noch uns? Okay, hier sind Wohnhäuser. Hier wohl einmal aufmachen. Ja, schön, dass das nicht geht. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir das noch nicht gekauft haben. Ich weiß es nicht, ob wir das kaufen müssen. Ich wollte gerade sagen, da liegt noch ein Fundstück, aber es ist nur ein Rasenmäher. Also fahren wir doch erst in die andere Richtung. Ja, genau. Wir haben inzwischen, ich weiß gar nicht, 23:33 Uhr. Schlafen kannst du nicht. Es ist so eine erdrückende Luft. Ja, und wir sind in England. Die fahren nämlich auf der falschen Seite. Auf jeden Fall eine englische Karte. Das sieht man auch hier an den Hecken und dergleichen. Überleg gerade, nee, angeguckt haben wir uns die noch nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. So, hier immer gucken, ob hier irgendwo Fundstücke sind. Obwohl, wenn wir hier nicht weiterspielen, brauche ich auch keine Fundstücke. Also hier wäre ich echt geneigt, den Verkehr abzuschalten und dann wie auch in Deutschland auf der anderen, also auf der richtigen Straßenseite zu fahren. Hör auf zu drängeln, Mann. Da steht auch ein Wohnwagen. So ungewohnt hier auf der falschen Straßenseite rumzudümpeln. Habe hier irgendwas Grünes gesehen, meine ich. Kann das sein? Ja, den Rasenmäher unter der Betonmischmaschine. Hätte ja sein können, dass hier ein Fundstück ist. So alles richtig schöne, grüne, saftige Wiesen. Coole Geschichte. So, genau. Würde sagen, erstmal ein nettes kleines Dörfchen. Wer schon mal in England war. Das ist da so. Da gibt es so viele schöne, schicke Dörfer. Wir fahren gleich mal oben rum. Hier ist der Kartenrand. Toilette zu vermieten. Oh ja, genau. Okay, schade. Das lädt so richtig ein, hier weiterzufahren, ne? Und man kann nicht. Schade, schade, schade. Müsste man das Ding wieder in den Editor schmeißen und diese Barrieren hier wegnehmen.
Dann werden wir da vorne gleich mal links fahren. Ist schon. Aber die Karte ist natürlich auch wieder riesig, ne? Aber ich finde das eigentlich gut, gerade auch für mehr Spieler, wenn wenn du Karten hast, wo ich sag jetzt mal, der Ort in der Mitte ist, die Höfe in der Mitte ist und die Felder verteilen sich außen drumherum. So hast du eher die Chance auf RP-Situationen, wenn man das machen möchte. Das war ja zum Beispiel der Grund, warum wir. Oh, da liegt aber was. Warum wir die Toskana zum Beispiel über den Haufen geschmissen haben. Ich klaue dem Kind jetzt seinen Anhänger. Ah. So. Karte selber. Da muss ich aber auch dazu sagen, die war schön. Dann wurde sie für Konsolen angepasst. Das heißt, es wurden haufenweise Bäume und so entfernt. Und ja, da hat sie wirklich an Charme verloren. Auch der Hof, auch wenn er eng war, also der Haupthof, auch wenn er eng war, oh ne, nur eine Kabeltrommel. Auch wenn er eng war, hatte das gewisse Etwas, sagen wir mal so. So viele Details hier, überall Kinder, Fahrräder. Dieses Rumgeier ist wieder mal dem tollen Force Feedback von Giants geschuldet. Die haben nämlich das nicht vorhandene. Obwohl sie ja behaupten, oh, wir haben vorher Force Feedback. Du hast, was ich ja schon mal gesagt habe, du hast null Lenkwiderstand. Und jetzt stell dir vor, bei deinem Auto, wenn du lenkst, du würdest nicht merken, dass du lenkst. Dass du das Gefühl hast, du greifst ins Leere, in die Luft. Und hier sind viel Wiesen, ne? Wenn ich mir das mal so betrachte. Ah, die ist auch schon wieder zu groß, glaube ich. Ja. Windmühle am Start. Also für ein Singleplayer-Projekt, genau. Für ein Singleplayer-Projekt ist es definitiv zu groß. Und ich will das mal, ich will mir das mal angucken hier. Da geht einer lang. Die Mühle klappert so, okay. Da stehen schon Mehlpaletten. Finde ich schön. Mal ein bisschen was anders. Nicht immer so diese großen Industrieanlagen. Ja, die wäre für ein Zwei-Mann-Multiplayer-Projekt schon wieder zu groß. Die ist unheimlich schön gestaltet, das ist soweit auch völlig in Ordnung. Aber es ist halt alles ein bisschen zu groß. Ist auch ein Hof, siehst du das? Irgendwie ein Industriebetrieb oder sowas. Wo kommt man denn hier rein? Ich möchte mich anschleichen.
Gott, überall diese blöde Mauer. Hab. Ha. So ging's. Okay. Gucken wir mal, was das hier ist. Kommt man da rein? Nein. Hier stehen Strohballen. Das ist schön gemacht auf jeden Fall. Was gibt's denn hier? Tomaten. Aha. Auch ein entsprechend großer Hof, aber alles auch nur angedeutet, ne? Wenn auch schön angedeutet, das muss man ganz ehrlich so sagen. Mal wieder durch den Busch. Ein bisschen so dieses abgerockte. Auch eine etwas merkwürdige Textur, aber naja. Steht irgendwo mein Traktor. Da. Nein, hier steht irgendwo mein Traktor. Ich weiß nur nicht genau wo. Also dieses Dörfliche hier, so dieses Ländliche, das gefällt mir schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht auch noch so ein LKW. Die haben alle rote Scania hier. Das hier könnte, ach nee, das ist eine Kneipe. Ich wollte gerade sagen, das könnte der Händler sein. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, aber hier kristallisiert sich schon wieder raus. Schöne Karte, aber zu groß. Und ich glaube, es ist auch eine Singleplayer-Karte. Kann es sein? Ist das der Händler? Das dürfte der Händler sein hier. Am Kartenrand gelegen. Eine richtig große Masch. Geil. Wenn du richtig große Maschinen hast, hast du verschissen. Wo will er denn hin? Cool. Das gucken wir uns mal genauer an. Fährt der jetzt den ganzen Tag hier irgendwelche Kisten spazieren oder was macht er? Na, du hast ja einen Job. Ganzen Tag hier mit dem Stapler durch die Gegend gucken. Auch dort wieder der obligatorische rote Scania. In eine kleine Werkstatt. Nee, passt, ne? Kommen wir gerade überall nicht rein. Moment. Wie kommt denn der Nee, da fährt einer rum. Fahren hier zwei rum? Das will ich jetzt wissen.
Also da ist auf jeden Fall einer. Wo ist er denn jetzt lang gefahren? Ach hier. Na, guck mal an. Tatsächlich zwei am Start hier, die den ganzen Tag spazieren fahren. Na, das, damit könnte ich mein Geld auch verdienen. Okay. Boah, Leute, es ist eine Luft hier. Was haben wir denn hier noch? 28 Grad in der Wohnung und wir haben 23.47 Uhr. Super, wa? So, da kommen wir nicht weiter. Können wir höchstens hier hochfahren. Mal sehen, wo es da lang geht. Das ist die Biogasanlage. Staubskala, das ist der. Wusste ich doch, dass das geht. Ja, hier wieder sehr ländlich, ne? Viel Gegend. Nach links brauchen wir gleich nicht hoch, da sind noch ein paar Felder. Ja, kleine Täusken. Wir fahren hier wieder hoch. Ich denke mal, für ein RP-Projekt ist das Ganze hier ein bisschen zu groß. Schöner Reitplatz, super. Das wird nichts, nicht mit uns paar Leuten, die wir sind. Haben wir uns eine Karte rausgesucht, Premiere jetzt nicht morgen, sondern Moment, morgen, ja doch, ne, jetzt nicht morgen, sondern muss jetzt dazu sagen, wir haben Freitag, Tag der Aufzeichnung, sondern nächste Woche Samstag beginnt das neue Projekt. Sagen müssen, das hat echt dermaßen Spaß gemacht, dass wir letztens auch mal ganz spontan eine Aufnahme gemacht haben. Ja, super schöne Karte, aber eben das Manko für einen alleine viel zu groß und für zwei auch. Hier sind wir dann. Ah ne, ist eine andere Mühle, oder? Nee, es ist wieder die Mühle. Also, ja. Riesige Wiesen. Was haben wir hier rechts? Der hat auf jeden Fall einen Bagger da. Da kommen wir nicht durch, ne? Nicht so. Fuck. Jetzt hängst du hier drin, ey.
Wow. Dann muss ich ja mal hier rumlaufen. Ich will wissen, was das, was der hier macht. Ah ja. Hier wurde offensichtlich irgendwas abgerissen. So typisch, der typische Schuttplatz. Eigentlich ist der Bagger viel zu sauber. Der müsste so ein bisschen verranzt sein. Alter, das kenne ich noch so vom aus meiner Kindheit. Zum Beispiel so diese alten Schuppen, wo dann irgendwas drin rumlag. Das war für uns Kinder immer ein Abenteuer. Ja, ich würde sagen, wir haben uns das Ganze jetzt mal angeguckt. Wir sehen schon, das ist also hier monströs. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind jetzt hier gerade. Man könnte hier noch weiterfahren. Hier unten ist dann noch mal, das sind Original Google Maps Aufnahmen. Hier wird das noch nachgeschaltet. Wisst ihr was? Wartet mal. Wir werden mal diese Straße noch runterfahren. Wir stehen jetzt in diese Richtung. Da war unser Hof. Wir sind eben hier oben rum. Das war der Händler. Das ist original nachgebildet. Hier ist auch eine Siedlung. Da werden wir. Wir probieren mal hier reinzukommen. Wir fahren hier runter und hier mal einfach querfeldein. Das machen wir. Ha! Sonst hätte ich jetzt nämlich die Folge beendet. Nee, das machen wir, das will ich jetzt noch wissen. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Immer die Landschaft sieht hier aus, als wenn du bis was weiß ich wohin fahren könntest, ne? Stehen auch Wohnwagen und Zelte rum. Oi. Das ist jetzt ein bisschen irreführend hier. Wartet mal. Das ist aber jetzt nicht unser Hof, von dem wir kommen, ne? Nee, aber hier steht auch Wohnwagen. Auch so ein bisschen abgerockt das Ganze. Hier dann wieder neuere Häuser dazwischen. Also hier sind wir dann im nächsten Dorf. Genau, und hier sehen wir auf der rechten Seite Häuser. Auf der linken tatsächlich auch. Aber halt gar nicht mal so abgespeckt. Guckt mal. Upsala. Die haben. Sagen wir mal so, der hat das 1:1 nachgebaut. Das passt schon. Ich finde das phänomenal, wenn man sich, wenn man so viel Mühe da reinlegt. Ja, auch hier die ganzen Häuser, das ist schon. Oh, ja, genau. Wir haben hier eine Mod drin. Die Mod macht Folgendes. Wir haben ja.
Ist egal, wir machen auf dieser Karte eh nichts, ob wir hier jetzt Fruchtzerstörung betreiben oder Peng, aber hier kommen wir nicht ganz weit. Ich habe mich jetzt hier so richtig schön in diesen Büschen hier verfahren, glaube ich. Nee, ich sag mal so, man kennt das, dass man gerne hier ist schon die Kartengrenze, okay. Das da ist dann, sind dann nur Bilder oder was ist das da links? Ich habe das Gefühl, wir stecken hier fest. Mal das Tor auf. Scheiße. Mal den Traktor einmal über den Zaun schmeißen. So. Habe ich den Faden verloren. Nee, wenn sich wirklich jemand so viel Mühe gibt. Also hier geht es tatsächlich nicht weiter. Hier sind wir jetzt an der Sim-Grenze. Obwohl das da hinten echt aussieht, als wenn da alles noch was hingebaut ist, ne? Da müsste man dann mal, um dahin zu gelangen. Tatsächlich, kannst du bitte warten, die Karte in den Editor nehmen und diesen Surrounder entfernen. Dann wird man wahrscheinlich. Genau. Nee, um auf die Mod zurückzukommen. Wir haben. Alter, hier all diese scheiß unsichtbaren Wände. Genau, jetzt habe ich den Faden auch wieder. Also ihr kennt das. Man fährt ja gerne mal dann über Felder, die einem nicht gehören, beziehungsweise die niemandem gehören. Weil es kann ja grundsätzlich nichts passieren. Wenn man das Ganze jetzt aber mal so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, realistisch spielen möchte, dann nimmt man seinen Trecker hinten hoch und schmeißt den über den Zaun. Ich glaube, hier ist auch die Karte irgendwie zu Ende. Kann das sein? Mist. Wollte jetzt gar nicht einsteigen, aber macht ja nichts. Pass auf. Du musst irgendwie über den Zaun, mein Freund. Was für ein Elend. Wer steht gut da oben? So. Genau. Und da gibt es eine Mod. Diese Mod verhindert zwar nicht, dass ihr über fremde Felder fahrt, aber auch wenn ihr so gesehen nichts zerstört, also zumindest nicht sichtbar, wird euch trotzdem Obolus abgezogen. Indem gesagt wird, okay, du bist da drüber, du hast da jetzt was kaputt gemacht und. Nein! Ich will diesen Trecker nicht in den Pool fahren. Wo bin ich hier denn überhaupt, Himmeldonnerwetter? Komm mit, Trecker. Ja, Junge, du.
Wenn du eine Kaba-Dose pennst, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. So. Ja, nee, ich glaube. Dann haben wir das jetzt soweit alles angeguckt. Jetzt fange ich zum dritten Mal an. Also, wie gesagt, die Mod zieht Geld ab, wenn ihr über Felder fahrt. Egal, wem das gehört. Beim Mitspieler weiß ich jetzt nicht, weil die Felder ja quasi verkauft sind, aber zumindest auf AI-Felder. Wird euch dann Geld abgezogen, weil ihr ja was zerstört habt. Das heißt, da wird man sich dann zweimal überlegen, ob man irgendwelche Abkürzungen nimmt oder nicht. Was ist mit den Zäunen? Haben die Colli? Er hat Colli, ja. Gut, in diesem Sinne würde ich aber sagen, wir haben uns das ganze Ding hier mal ein bisschen angeguckt, mit mehr oder weniger Spaß. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Klickt auf die Glocke zum Aktivieren und ja, lasst einen netten Kommentar da. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann demnächst wieder. Ich denke mal in einem der anderen Projekte. Toskana läuft aus, ein neues Projekt kommt. Eigentlich kommen sogar... Moment, warte mal. Muss ich mal ganz kurz was überlegen. Zwei neue Projekte kommen. Die Lieper Winkel bleibt als einzige. Mühlenkreis Mittelland wird ein Singleplayer-Projekt und dann kommen zwei Multiplayer. Einmal spiele ich mit dem Markus zusammen, einmal mit Markus und dem, ja, dem Daniel. Meine Güte, ist das schwer. So, in diesem Sinne, jetzt bin ich aber endgültig weg. Lasst euch was, habt einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.